Hey und Hallöchen, meine Lieben. Euer Gamerflow187440 mal wieder da für euch mit einer Folge Berufsfeuerwehrsimulator. Ohne PS Plus spielen, weil mein PlayStation Plus abgelaufen ist. Ja, das werden jetzt auch erstmal wahrscheinlich paar Tage jetzt Folgen kommen. Das werden auch erstmal lange dauern, bis das wieder Folgen kommen, weil es halt, ja, weil es halt einfach so ist jetzt. Ich werde euch nicht erklären, warum. Ja, jedenfalls, da im Moment das in meine PlayStation drin war, werde ich das jetzt auch einfach zeigen. Ja, und im Moment bin ich auch so ein kleines bisschen erkältet. Also wenn ich mal niesen sollte, dann tut mir das im Voraus schon ein bisschen leid. Ich hasse es, erkältet zu sein. Ja, leider ist das ohne Stimme. Ohne dass das von vornherein vorgelesen wird, deswegen habe ich das jetzt mal so ein bisschen länger eingeblendet als sonst. Ich bin im Moment auch nicht so in der Verfassung, dass ich viel reden will, weil echt schon scheiße mit meinem Schnupfen ist. So, dann gehen wir mal an die Arbeit. So. Einige Leute, die das Spiel selber haben, die kennen das ja wahrscheinlich schon und auch noch von Folgen von früher, vom PC aus her. Deswegen brauche ich auch großartig gar nicht hier zeigen, was es hier so gibt. Die Fahrzeughalle kennt er ja vom PC aus so noch. Das ist das Fahrzeug, auf das wir im Moment zugewiesen sind. Das sogenannte Florian 1 und wir haben direkt einen Einsatz. Am Chemiewerk, da fahren wir jetzt auch mal direkt hin. Einige Leute, die das Spiel kennen, wissen, dass das grafisch absolute Scheiße ist. Von der Fahrphysik her absolute Scheiße ist. Ja. Was soll man zu dem Spiel großartig noch so sagen? Ich spiele das Spiel momentan auch nur, um euch überhaupt was zu zeigen zu können. Von daher nehmen wir jetzt direkt den Lösch. Kleinen Feuerlöscher. Löschen das. Packen den ein. Schließen die Tür. Setzen uns im Wagen. Drehen, machen Blaulicht aus, Einsatz beenden, fertig und warten auf den nächsten Einsatz. Und fahren in Richtung Wache. Ja, realistisch, wir können durch Autos durchfahren. Alles ultra realistisch. Total.
Also, ich muss echt verzweifelt sein, euch sowas zu zeigen. Ganz ehrlich, ich bin auch echt verzweifelt. Ich weiß gar nicht, was ich euch zeigen soll. Gehen wir hin, machen Tor auf. Tor zu, wir stehen in der Fahrzeughalle und warten auf den nächsten Einsatz. Ganz einfach. Naja, ich stehe ein bisschen schief. Ja, Halle. Egal. Eigentlich in meiner mentalen Verfassung, so erkältet wie ich bin, habe ich eigentlich gar keine Lust, euch das zu zeigen. Aber irgendwas muss ich ja machen. Irgendetwas muss ich ja machen. Weil ich ja momentan so kein Spiel mehr habe, was ich euch zeigen kann. Da die meisten Spiele von mir PS Plus gebunden sind, wo man großartig noch was zeigen könnte, ist das scheiße. Und da ich im Moment auch kein Geld habe für ein neues Spiel, müsst ihr euch mit die alten Spieler auf meinem Kanal abgeben. Auch wenn es mein Kanal wahrscheinlich nicht, also der wird es noch geben, nur wahrscheinlich werden demnächst keine Folgen mehr von mir über PlayStation kommen. Kann sein, dass ich einfach nur noch Livestreams über mein Handy mache. Oder einfach so Videos vorweg mache und die bei mir hochlade. Dann hat sich die Sache, kriegt da ungeschnittenes Material. Und dann geht das. Oh, der nächste Einsatz. Eins vom Marktplatz Bunsdorf. Und los geht's. Ab zum nächsten. War schon fast da.
Ah, da. Müllbrand. Das ist doch schnell erledigt. Und erledigt. Packen wir den wieder ein. Machen die Tür zu. Setzen uns rein. Warmblinkanlage aus. Drehen schon mal. Fahren hier aus der Stadt raus. Und melden uns wieder einsatzbereit. Na, ich hasse diese Schilder. Vor allem, die stehen fest, die kippen nicht mal um, wenn du dagegen fährst. Das ist das Traurige. Einfach nur so schnell wie es geht auf Wache wieder sein. Seitdem wir kriegen jetzt direkt den nächsten Einsatz rein. Wäre ich mies. So, jetzt sind wir wieder einsatzbereit auf der Wache. Und warten wieder auf den nächsten Einsatz. Das ist es, die Einsätze bei dem Florian 1, die sind einfach viel zu schnell fertig. Viel, viel zu schnell. Gucken, vielleicht mal ein bisschen durch die Wache laufen. Hier die Räume kennt man ja vom PC, den Aufenthaltsraum auch. Kennt man ja alles. Hier die Kabine. Einsatzleitung. Also. Brunsdorf. Leichte Rauchentwicklung gesehen. Ist in Ordnung. Fahren wir doch direkt hin. Ist einfach im Moment eine echt miese Zeit. Na, Linchen. Alles klar bei dir.
Und Lina, bist du zu Hause oder noch bei Janina? Ah. Nicht schlecht. Und was macht er gerade so Schönes? Alles klar. Läuft bei euch. Bereich der Zitibaschale in Rauchentwicklung. Dann fahren wir da mal direkt hin, ne? Da lassen wir dann nicht auf uns warten. So, wieder den kleinen Feuerlöscher. Und wieder aus. Eindeutig viel zu schnell. Und wieder Einsatz abmelden.
Tja. Was soll denn NNS heißen? Haha. Was soll das denn heißen? Ja, mache ich auch. Aber noch nicht jetzt. Nee, bei dem Fahrzeug keine Chance, da sind nur Kleinbrände. Mülltonnen, Müllsäcke, dann große Sicherungskästen. Mehr eigentlich nicht. Die anderen Brände, die kommen erst bei den anderen Fahrzeugen. War ja mal wieder so typisch. Der Martin-Song geht mir gerade so auf den Sack. Da-dum, 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 da-dum. Ah, eine Parkbank.
Irgendein Lagerhaus. Wow, es ist mal ein Stromkasten. Wir singen das Lagerfeuerlied. Huch, das war ja rot. So wollte er halt also. Der Fabian hat gefragt, wie viel das Spiel kostet. Äh.